So, da wären wir wieder. Und ich habe wohl anscheinend irgendwas hier hinten verpasst oder vergessen. Also in den Kommentaren stand, erstmal sollte ich bei den drei Druckplatten nochmal gucken. Weil da wurde wohl irgendein Secret ausgelöst, das ich nicht nachgeguckt habe. Und dann war hier irgendwo noch ein Schalter. Und dann müssen wir noch da rein. Glaube ich zumindest. Aber kämpfen wir uns erstmal hier durch. Wo waren die Druckplatten? Die waren hier überall verteilt, oder? Nö, anscheinend nicht. Ich höre schon mal eine Spinne. Oh, hallo Spinne. Wo kommst du denn her? Wahrscheinlich von da hinten. So, hier war eine Druckplatte. Ist okay. Hier war noch eine Druckplatte. Und hier ist dann wohl das Secret, das ich übersehen habe. Ja, doch recht auffällig. Plattenhandschuhe und Plattenschuhe. Sehr schön. Aber ich krieg keinen Erfolg, wenn ich die einzeln anziehe. Das heißt, ich muss die jetzt mitschleppen bis zu der Rumpelkammer, wo die restliche Plattenrüstung ist und die dann komplett einmal anziehen. Ist zwar jetzt nicht für den 100% Run so wichtig, aber für meine Steam-Statistik. So, was machst du? Du machst nur das auf. Okay. Das heißt, das war nicht der Knopf, den wir eigentlich suchen. Hier geht's nicht durch, ne? Nee. Dann wird der Knopf bestimmt irgendwo da sein, wo es weh tut zu suchen. Nämlich hier. So weit, so gut. Ich kann nur einfach drin stehen bleiben, oder? So viel Schaden macht das ja nicht. Gut, einmal treffen lassen ist okay. 53. Also da war jetzt auf jeden Fall ein Knopf. Wo geht was auf? Da hinten geht was auf. Direkt bei dem Maul von dem Ding. Oh, hallo, Freund. Wenigstens haben wir genug Platz. Und genug Stamina. Den dürften wir down kriegen, bevor die Stamina alle ist. Komischerweise verbrauche ich fast keine Stamina. Aber es kann sein, weil wir bisher noch keinen einzigen Spezialangriff bei dem gelandet haben. Genau bei dir. Du Nuss, komm schon. So. Jetzt, wo ich es gerade so sehe, die Trolle oder Ogre sind das ja eigentlich, haben ja Schädel am Gürtel. Das wäre doch ein schickes Feature, wenn die auch droppen würden. Also wenn man Minotauren hat, mit der Rassenfertigkeit zumindest. So, was machst du? Ein Lightning Rod. Oh, schöner Clicky. Und was haben wir hier? Ein Schlüssel. Wesentlich besser als jeder Clicky. Sonst ist hier aber nichts. Nö. So, das müssten die Sachen sein, die ich letzte Folge übersehen habe. Das heißt, wir können jetzt da lang rasen. Obwohl, wir können erstmal einfach hier schlafen. Und theoretisch dürfte nichts hierher kommen, ohne groß Schaden zu nehmen. Denn ihr müsst hier den ganzen langen Gang lang laufen und das überlebt keine Spinne. Auf keinen Fall. So. Und jetzt gleich den zweiten Gang links. Erster Gang. Zweiter Gang, richtig? Nein. Okay, dritter Gang links. So, hier kam das ganze Viechzeug her. Das hat schon mal nichts gemacht. Schön nach Schaltern suchen. Oh, Wurfäxte. Die können wir mal mitnehmen. Und ich höre ein Feuerelementar. Nee, wechseln wir noch nicht. Wenn es mehrere Feuerelementare sind, dann kann ich auf den Fire Talk wechseln. Aber bis dahin sind mir die Erfahrungspunkte doch schon lieber. Ich will ja möglichst schnell 50 in Äxte bekommen. So, keine Schalter. Lauter Sachen, die wir nicht brauchen. Ha. Geht's also nur bei dem Gitter weiter? Ein Feuerelementar. Dasselbe Feuerelementar.
müssen wir nicht wechseln. Der trifft uns ja keinmal. So langsam. So, sehr schön. Ich höre ein Oger. Das ist nicht so schön. Der ist direkt dahinter. Der könnte uns den Weg blockieren. Das wäre gar nicht gut. Ja, genau du. Und das Licht geht aus. Und überhaupt, Tür zu. Sehr cooler Special Effekt. Also wenn das Licht ausgeht, ist das Spiel gleich viel atmosphärischer. Aber wir brauchen trotzdem Licht. So, Licht, Licht. Und so, komm mal raus da. Und schon keine Stamina mehr. Können wir die Tür schon noch... Oh. Ich wollte gerade sagen, können wir die Tür noch zumachen, bevor der kommt, aber... Nee, der hat dann schon angestürmt. Genau du. Oga. Au. Ah, gut, nicht erwischt. So, jetzt komm her. Komm her. Hihihihihihihi. Bin ja nicht böse oder so. Kommst du jetzt wieder entgegen? Das wäre ja echt lustig anzugucken. Also ich höre kein Grunzen oder Schreien oder so. Ist der tot? Nee, ich höre Stampfen. Nicht, dass der Ogre uns jetzt austrickst. Das wäre ganz schön peinlich. So. Und wieder rein da. Komm her. So, nächster Blitz. Und das war... Oh, das war jetzt nicht so klug. Hab keine Erfahrungspunkte dafür bekommen. Okay, das wusste ich nicht. Aber trotzdem lustig. So, da müssen wir weiter. Egal, geschluckt. So. Sackgasse und noch ein Feuerelementar. Danach würde ich eigentlich ganz gerne rasten. Auch immer wir das hier gut können. Ich mache einfach hinten die Tür zu. Und hoffe dann, dass keiner den Blitzableiter hochkrabbelt. So, und am besten schlafen wir in so einem 2x2 Raum. Dass wir noch ausweichen können. Wenn wir denn nicht gewonnen-hitted werden. Aber das schaut soweit ganz gut aus. Schön, schön. Also wir kommen gut voran. Wir haben jede Menge Secrets gefunden. Also eins fehlt jetzt noch irgendwo auf Etage 1 bis 7, aber damit kann ich eigentlich vorerst leben. Das müssen wir halt später nachholen. Jetzt schauen wir uns hier weiter um. Wo brauchen wir den Schlüssel eigentlich? Für die Tür, oder? Na gut, machen wir hier erstmal zu Ende und danach gehen wir zu der Tür. So, Fackel kommt gleich raus. Falls sie irgendwas auslöst... Und da hinten habe ich doch noch was flackern sehen. Also scheint es doch ein paar mehr Feuerelementare hier zu geben. Aber trotzdem bleibe ich bei dem Erfahrungsbonus-Halsband. Denn wir haben ja einen ganzen Oger verpasst. Und die bringen recht viele Erfahrungspunkte. Das müssen jetzt die Feuerelementare büßen. So. Oh. Das war nicht gut. Bitte keine Sackgasse, bitte keine Sackgasse. Viel zu eng hier. Hier geht's zurück, richtig? Ja. Mann. Lauf vorbei. Danke.
Komm, ich will da. Und nochmal. Ah, solange ich schnell genug bleibe, ist alles okay. Wenn er mich trifft, habe ich ein Problem. Dann tickelt er mich mal ebenso an die andere Wand. Obwohl, kann er das eigentlich? Uns verschieben? Das wäre ja auch mal ganz lustig. Wenn ein Gegner ankommt und uns einfach mal so eine Fallgrube schubsen würde oder so. Zum Beispiel. Das war jetzt nicht so klug. Keine Stamina mehr, aber wenigstens kann ich hier weiter im Kreis laufen. Na, also 750 Erfahrungspunkte. Das lohnt sich doch schon mal. War es das jetzt an Monstern hier? Ich würde eigentlich ganz gerne den Bereich jetzt mal in Ruhe erforschen. Die ganzen Wände abklappern zum Beispiel, weil da ist bestimmt irgendwo irgendwas. Da unten ist noch ein Zipfel. Und ein Heilkraut, sehr schön. Kein Platz fürs Heilkraut. Was soll denn das? Niam, niam, niam. Und wir haben auch keine Beutel dabei. Ah, sehr komisch. Normalerweise habt ihr immer so einen Beutel dabei gehabt, wo Essen drin war. Und ein Teleporter. Nee. Teleporter sind für später. Erstmal so die ganze Etage erkunden. Licht aus. Ich höre keine Flammen, ich höre kein Gestampfe. Mit etwas Glück war es das an Monstern. Was haben wir hier? Essen. Essen brauchen wir nicht. Kräuter brauchen wir. Ganz, ganz viele Kräuter. Das sind nämlich alles Heiltränke, die wir für die Fighters Challenge benutzen können. Oder für was auch immer später noch kommt, was so schwierig war. Ich habe ja immer noch ein bisschen Bammel vor den Mönchen. Falscher Schlüssel. Dann wird der Richtige hier irgendwo versteckt sein oder da hinten beim Teleporter. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal zurück zum Eingang von diesem ganzen Bereich hier. Damit wir schön systematisch die Wände abgucken können. Darum. Das wäre dann hier bei dem Schalter. Das heißt, wir gehen jetzt einfach einmal links an der Wand lang. Und danach gucken wir uns den ganzen Knubbel raus, also was so in der Mitte rumsteht. Ich mache das auch relativ oberflächlich, denn ich gucke immer nur auf bestimmte Punkte, wo halt entweder die Rune hier ist oder der Knopf da oben oder ich glaube in der Mitte war auch noch einer. Das habe ich glaube ich schon mal angemerkelt. Aber das kann ich gerne nochmal tun. Das finde ich ein bisschen schade, dass es so wenig Knöpfe gibt. Weil man sich halt darauf fixieren kann, nur an bestimmte Stellen zu suchen. Und nicht wirklich jede Nische absucht, könnte da ein Knopf sein oder nicht. Aber wie gesagt, sobald das Dungeon Pack da ist, werde ich mir ganz viele Gemeinheiten ausdenken, wenn ich mehr Zeit habe. So, da ist nichts. Jetzt habe ich auch hier eine Kette. Dass man an der Kette ziehen muss, damit dann irgendwas passiert. Oder lauter so eine schönen Kleinigkeiten halt. Nix. So, ich glaube, wir sind jetzt auch gleich schon einmal rum. Danach geht der nervige Teil los. Ja, einmal rum. Also, den ganzen Bereich haben wir jetzt schon. Jetzt haben wir den Knubbel. Ganz viele Knubbel. Die müssen wir auch noch abgehen. Machen wir erstmal den großen hier. Sind ja Gott sei Dank recht viele Ketten bei. Das geht dann noch schneller, weil da können ja keine Knöpfe sein. Und bei diesen Haken auch nicht. So, das war der Knubbel. Dann haben wir den kleinen Knubbel da hinten. Den hier. Nix. Dann haben wir hier noch einen Knubbel. Auch nix. Haben wir wieder einen großen. Das müsste der hier sein. Genau. Nö. So, dann ist hier der nächste große Knubbel. Und da sind wir auch gleich schon fertig mit dem ganzen Bereich hier. Wenn uns das Licht nicht schon wieder ausgeht. Ja. Das ist übrigens auch noch ein richtig schönes Feature, dass je nachdem wie hoch die Spellcraft ist, die Zaubersprüche auch unterschiedliche Wirkungen haben. Also Lichtzauber zum Beispiel länger halten oder die Feuerbälle optisch größer werden und nicht nur einfach mehr Schaden machen. So eine Sache halt. Kann bestimmt auch später irgendwie reinmodden. So, da war das Brot drin, das wollen wir nicht. Fehlt nur noch der Knubbel da oben.
wenn ich jetzt nicht irgendwas übersehen habe in meiner hektischen Suche, dann haben wir jetzt alles hier abgeklappert und keinen Schalter gefunden. Das ist doch mal doof. Gut, dann halt zum Teleporter. Speichern wir hier mal ab. In der nächsten Folge gucken wir dann rein, was da so ist. LP 035. Und bis gleich.